Natürlich könnte man diese Scripts ja alle nochmal tausendfach verbessern. Hier könnte man zum Beispiel ein Cache hinzufügen, zum Beispiel Cache and Table hinzufügen. Dann sagen wir, if Cache Spieler then return end und else sagen wir Cache.Spieler ist gleich true. Dann hauen wir das hier rein und sagen dann zum Beispiel sowas wie wait 5 Sekunden und dann sagen wir wieder Cache Spieler ist gleich null. Und schon haben wir einen Debounce hinzugefügt, der einfach nur sagt, yo, der Spieler kann nur alle 5 Sekunden einmal raufklicken. Wir können auch sagen, yo, aber wenn man raufklickt, kriegt man dafür 10 Cash dazu. Also 10 Geld dazu. Man könnte den Debounce ja auch noch ein bisschen schöner machen, indem man hier vorne eine Coroutine hinzufügt, die sicherstellt, dass falls dieser Code hier irgendwo erroren sollte, dass trotzdem ausgeführt wird. Zum Beispiel Coroutine Function, Cash Spieler, Rate 5 und dann Cash Nil. Dann natürlich hier nochmal die zwei Klammern. Und das hier ist dann unser Debounce, der dafür sorgt, dass die Spieler alle 5 Sekunden raufklicken können und selbst wenn hier ein Fehler drin ist.